Heute sprechen wir mal wieder über ein paar Budget-Decks. Und zwar 5 Decks, die ihr unter 50 Euro bauen könnt. Das sind vielleicht nicht die besten Metadeck-Contender im aktuellen Format. Aber es sind coole, spielbare Decks, die wir jetzt sehr günstig spielen können. Dank den Reprints, die wir natürlich aus Magnificent Maven bekommen haben. Und ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Deck mal rein. Das ist ein Fan-Favorite. Und ich denke mal, viele werden sich freuen, dass sie dieses Deck jetzt extrem Budget spielen können. Und das ist einmal Sky Striker. Sky Striker Ace Ray ist einfach eine sehr beliebte Karte. Der ganze Archetype ist super beliebt. Der ist so beliebt, der hat sogar in Japan einen Manga bekommen. Einen Manga, wo die Backstory erklärt wird von dem Themendeck. Aber kommen wir einmal ganz kurz zum Deck. In Magnificent Mavens hat der ganze Archetype den Reprint bekommen, bis auf zwei Karten, die man eigentlich kaum spielt. Das Deck selber ist immer noch spielbar mit der DPE-Engine. Ich habe hier für euch einmal eine Deckliste. Ist jetzt vielleicht nicht die beste Deckliste, die man dazu spielen kann. Und ignoriert den Access-Code-Talker unten. Wir wissen noch nicht, wie günstig der nachher sein wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass ihr das Deck genauso, wie es jetzt ist, bauen könnt für unter 50 Euro, selbst mit dem Access-Code-Talker, wenn der Reprint nachher nicht so selten sein wird im neuesten Set. Aber das ist immer noch ein Deck, was gut spielbar ist. Es verliert natürlich im aktuellen Format hart gegen Büsseals und gegen die Shizu-Karten. Aber wir müssen trotzdem festhalten, wenn ihr das Deck mögt und ihr möchtet es spielen, holt es euch jetzt ran. Das Deck wird nie wieder so günstig werden und es wird sicherlich mal wieder irgendein Format geben, wo das Deck einigermaßen spielbar sein wird. Klar, Ray ist ein Dark Monster, kritisch, aber wir erwarten auf jeden Fall für dieses Deckthema in den nächsten Jahren noch Support. Denn es gibt halt diesen Manga und dieses Deck ist halt cool. Warum auch immer nicht wissen, was dieses Deck tut. Ihr habt einmal das Monster Ray. Ray kann verschiedene Anzüge anziehen und wird dann zu Kagari, zu Shizuku, zu Hayate. Manchmal auch zu keiner. Selten, aber kommt vor. Und die machen dann verschiedene Effekte. Das sind die 1 Monster, die können man relativ eins rufen. Dann habt ihr Zauberkarten, wie jetzt den Witwenanker oder halt Engage. Das ist das Steckenpferd von dem Deck. Die halt Fähigkeiten haben, die sehr gut sind und extra Fähigkeiten bekommen, wenn wir 3 oder mehr Zauberkarten im Friedhof bekommen. Das, denke ich, sollte jetzt ungefähr erklären, wie das Deck funktioniert und was das Deck tut. Ist ein cooles Deck, besorgt euch, es macht auf jeden Fall Bock, immer noch zu spielen. Viele spielen es mit der Mine. Wie ihr seht, ich habe jetzt extra eine Deckliste genommen, wo Mine jetzt hier nicht drin ist, denn ich wollte das nicht mit dabei haben, jetzt hier in diesem Deck. Wir werden heute auch noch eine Mine sehen, verspreche ich euch. Und natürlich die neue Supportkarte von dem Deckthema nicht vergessen. Lingage gibt uns die Möglichkeiten, Linkmonster aufs Feld zu klatschen, ohne dass wir irgendwie eine Raid ziehen müssen. Ist auf jeden Fall eine coole Karte, hat dem Deck auf jeden Fall geholfen, dass es auf jeden Fall besser spielbar ist. Das nächste Deck hat auch im letzten Set Support bekommen, im Magnificent Mavens. Und es ist tatsächlich, wenn die Kombo durchgeht, echt nicht schlecht. Es ist, wie gesagt, im aktuellen Format unglaublich schwer, das zu spielen. Aber das Deck kostet nichts und es hat ein sehr cooles Gimmick. Und ich rede einmal von Mayakashi. Mayakashi ist ein cooles Deck. Ihr habt eine Karte wie Haijun. Die beschwört aus dem Deck ein Mayakashi-Monster. Das könnte zum Beispiel die Yukiona sein, die einen sehr coolen Effekt hat. Das könnte aber auch Ducky sein. Und Ducky ist eine sehr coole Karte. Die hat die Fähigkeit, sich um Friedrich Spezial zu beschwören, solange keine Ducky auf dem Feld ist, so oft wie ihr wollt. Und es ist ein Tuner-Monster und ihr könnt mit dem Ding linken. Der Plan ist dabei, es gibt diese ganzen Synchro-Extra-Monster. Und ihr könnt damit hoch synchronisieren, bis ihr quasi auf Level 11 seid. Habt die ganzen Monster im Friedhof. Und wenn die vom Feld entfernt werden, könnt ihr alle vom Friedhof wieder zurückholen. Ich finde das von der Idee her eine coole Mechanik. Jetzt haben die natürlich im letzten Set eine neue Karte bekommen. Mit der Fallenkarte, die hier. Die halt den Gegner komplett aus Spezialbeschwörung rauslockt. Von allen möglichen Zonen außer dem Friedhof. Es ist eine sehr kritische Karte, ob das jetzt wirklich halt interaktives Gameplay ist, würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten, aber es ist auf jeden Fall nett, dass so ein Archetype auch ein bisschen Liebe bekommt, weil der Archetype selber ist halt sehr cool. So könnte ein Deck aussehen, ob das jetzt genauso aussehen muss, keine Ahnung. Es ist eine Deckliste, die man halt so spielen kann, ich habe das mal ganz kurz ein bisschen durchgespielt, es funktioniert auf jeden Fall. Alle, die Mayakashi als Main Deck spielen, schreibt mir mal in die Kommentare, was man anders machen kann im Deck, denn wie gesagt, ich habe halt nur kurz zusammengeworfen. Es ist funktional. Es ist jetzt keine gute Deckliste wahrscheinlich. Hier auch wieder, das Deck war echt teuer vor den ganzen Reprints der Megazins und allen möglichen anderen Sachen. Und jetzt durch Magnificent Mavens plus die Megazins
ist das wirklich nicht mehr teuer. Bevor wir jetzt zum nächsten Deck kommen, lasst dem Video gerne mal ein Like da, damit ich weiß, ihr habt Bock auf solche Formate. Dann mache ich solche Budget-Decklisten vielleicht mal häufiger für euch, dass ihr einfach super spannende Decks bekommt, die wirklich halt nicht so teuer sind und ihr wirklich auch mit euren Freunden spielen könnt oder auf Locals. Es muss ja wirklich nicht halt die YCS sein, die damit toppt. Es reicht ja, wenn ihr mit euren Freunden ein Deck habt, was ihr gut spielen könnt, was euch nicht so teuer viel Geld kostet. Weiter geht's. Und das nächste Deck ist krass, dass das jetzt ein Budget-Deck ist, denn es war schweineteuer bei Release. Und das ist einmal der Sword Soul Archetype. Ja, das Deck ist ab heute Budget. Die einzige Karte, die in dem Deck was kostet, ist einmal Baroness. Und mittlerweile kann man sogar sagen, ihr müsst sie nicht mal spielen. Klar, das ist eine sehr gute Karte, das ist eine super Option, aber sie ist nicht mehr necessary für das Deck. Für alle, die nicht wissen, was Sword Soul tut, war mal Meta-Deck, ist noch gar nicht so lange her. Die beschwören im Endeffekt Token, die Tuner sind. Die locken euch, wenn das Token auf dem Feld ist, auf Synchro-Beschwörung und that's it. Und dann könnt ihr ein paar Synchro-Beschwörungen machen mit verschiedenen Karten. Was cool ist, es gibt einen anderen Archetype, der heißt Tenji, und mit den Tenji-Monstern können wir sehr cool mit dem Sword Soul Deck-Thema interagieren und daraus kommt dann zum Beispiel so eine Deckliste hier. Das ist jetzt vielleicht auch wieder nicht, das ist wahrscheinlich auch wieder nicht die beste Sword Soul Liste, die man spielen kann. Ich habe die aber getestet und sie funktioniert ganz gut. Wie gesagt, probiert es selber mal aus. Es ist wieder kein teures Deck mehr. Ihr könnt natürlich auch die Ashes ausnehmen, dann wird das Deck wieder günstiger. Aber ich glaube, selbst mit den Ashes drin, könnte es nach den Reprints auch wirklich 50 Euro brauchbar sein. Müsst ihr mal wirklich für euch genau nachgucken. Wenn nicht, nehmt die Ashes einfach raus, dann spielt es halt ohne die Ashes. Es ist meiner Meinung nach trotzdem ein cooles Deck. Ich finde eigentlich alle Karten aus dem Deck-Thema ziemlich cool. Außer Moyer finde ich persönlich nicht ganz so geil. Aber ich verstehe, warum Leute die mögen. Und ich finde halt geil, dass diese Interaktion zwischen Tenji und Sword Soul so cool funktioniert. Und dass jetzt wirklich selbst die Leute, die nicht viel Geld für Yu-Gi-Oh! Investieren können, so ein cooles Deck spielen können. Denn es ist halt immer noch stark. Wir hatten im aktuellen Format sind sehr wenige Decks auf demselben Level wie das T0 Deck. Obviously, aber es ist auf jeden Fall ein Deck, was ihr sehr, sehr gut spielen könnt. Mit dem nächsten Deck gehen wir so ein bisschen zu den mehr Meta-Varianten. Und das ist einmal Naturia. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal denken würde, dass Naturia ein gutes Deck ist. Aber die haben jetzt drei neue Support-Karten bekommen, die alle unglaublich gut sind. Die eine Karte sendet was vom Deck auf den Friedhof, spezialbeschwört in der gegnerischen Runde noch ein Monster vom Friedhof zurück. Das eine Monster kann sich selber vom Friedhof spezialbeschwören, wenn ihr was macht oder der Gegner irgendwas tut. Die kann sich tributieren und kann aus dem Deck ein bis zwei Monster spezialbeschwören, die ein Monster negate sein können, ein Zerstörungseffekt oder einfach ein Spell Trap negate. Müsst ihr euch mal vorstellen, ihr könnt mit dieser Karte in der gegnerischen Runde basically Red und Carrot aus Feld klatschen, ohne wirklich halt viele Kosten zahlen zu müssen, denn mit dem anderen Monster werden die Kosten zu, send die obersten zwei Karten von deinem Deck auf den Friedhof. Das Deck spielen wir logischerweise aber nicht alleine. Wir spielen das einmal mit den neuen Erdfee-Monstern. Ich meine jetzt nicht die Ishise-Monster, wobei da auch ein paar drin sind, sondern mit den Vernalizer-Monstern, weil die die schöne Synergie haben, dass sie mit den Erdemonster ablegen könnt und dann wieder mit denen wieder Erdemonster auf diese Spezial beschwören können. Das können die eigentlich alle, dass sie quasi sich selber und ein anderes Monster diskarden, was auf diese Spezial beschwören können. Das ist ganz cool. Jetzt frage ich alle, wie könnte denn so eine Deckliste aussehen? Das ist ja übel krank. Das ist die Deckliste. Und das sind eigentlich alles Commons, die Karten kosten alle nichts. Selbst die Shizu-Karten, die jetzt hier dreimal drin sind, also jeweils dreimal, also Keldo und halt Modura, das sind beides 3 bis 5 Euro Karten, also auch keine wirklich teuren Karten. Das Ex-Deck, das kostet auch nichts mehr. Das ist wirklich ein super, super günstiges Deck und gar nicht so schlecht. Und das ist sogar im aktuellen Format nicht mal der schlechteste Pick. Vielleicht jetzt nicht genau in dieser Variante, aber es ist auf jeden Fall ein schöner Einstieg in ein Deck, was nicht mal so kompliziert ist, in ein Meta, wo man das Deck sogar spielen kann und was wirklich nicht teuer ist. Denn 50 Euro ist hierfür extrem hochgeschossen. Ich denke, man kriegt das ganze Deck wahrscheinlich, weiß nicht, für 30 Euro sogar. Je nachdem, wie sich die Preise von den Ishizu-Karten jetzt
verändern. Ich glaube, eine der teuersten Karten in diesem Deck, die jetzt nicht die Shizu-Karten sind, ist, glaube ich, der Baum. Der kostet 2 Euro. Das ist eine Kammer aus dem OTS-Pack. Dann kommen wir jetzt zum letzten Deck, was deutlich mehr Fun-Deck ist wie alle anderen. Aber ich finde dieses Deck von der Idee her so cool und man kann extrem viele Hasskarten in diesem Deck spielen. Deswegen wollte ich das einmal kurz erwähnen, weil es auch ein Pick sein kann für Local-Formate oder wenn ihr gegen Freunde spielt und ihr wollt euch nicht so beliebt machen, dann könnt ihr einmal, was an sich sehr cool ist. Die haben eigentlich nicht wirklich irgendeinen Effekt, diese Dinger. Also, diese Dinger haben eigentlich nicht wirklich irgendeinen relevanten Effekt. Aber die Zauber- und Fallenkarten von denen haben die Fähigkeit, Effekte weiterzugeben. Und zwar auf eine ganz bestimmte Art. Wenn die Karten hier liegen und die Karte oben drüber, links und rechts unter über dieser Karte liegt, also diagonal und oben drüber, kann die den Effekt weitergeben. Ich finde das von der Konzeption her eigentlich ziemlich cool. Und das Deck ist wirklich nicht teuer. Und dadurch, dass die Effekte von den Zauber- und Fallenkarten weitergegeben werden, können wir so wunderbar lustige Karten wie Skill Drain spielen in dem Deck. Wir können auch in dem Deck Mine spielen. Denn die ganzen Dinger, die verbannen sich für Kosten vom Feld und sind dann nicht mehr auf dem Feld. Und ihr werdet dann überleben, weil die Mine euch dann rettet. Und ihr könntet sogar Shifter spielen, weil euch das halt gar nicht juckt. Das heißt, ihr könntet theoretisch halt drei Karten spielen, die halt viele der aktuellen Meta-Decks komplett hops nehmen. Und das ist sogar rein von dem Fun-Bereich extrem cool. Ich habe auch gesehen, dass einiges mit Kaijus spielen, was offensichtlich auch funktioniert. Die Deckliste selber ist jetzt nicht unbedingt so Budget, denn da sind drei Prosperity drin. Aber wenn man sich mal das Extra-Deck anguckt, könnt ihr auch ohne Probleme Extravaganz spielen. Und das würde nicht viel ändern. Ihr müsst dann vielleicht mit der Piri Reismap ein bisschen überlegen, ob ihr die wirklich halt spielen möchtet. Müsste man also ein bisschen umbauen. Aber ungefähr so könnte so ein Deck aussehen. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Deck. Macht Fun zu spielen, nicht für euren Gegner. Denn wenn ihr Mine plus Skillion auf dem Feld habt, hat euer Gegner in der Regel nicht ganz so viel Spaß. Aber ich finde das Deck von der Mechanik her halt sehr cool und ich freue mich, dass das Deck wirklich halt nicht teuer ist. Und das waren sie schon. Meine 5 Budget-Decks für heute. Damit haben wir einmal Sky Striker, wir haben Mayakashi, Sword Soul, Naturia, Ishizu, Vernalizer und natürlich Witterungsmaler. Wenn ihr noch mehr von meinem Content sehen wollt, hier ist das nächste Video. YouTube sagt, das ist für euch. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.